Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute für euch die 54321 Challenge. Die habe ich vor kurzem auf Instagram entdeckt. Ganz genau habe ich sie gesehen bei Maria von Fernwehwelten und fand ich richtig cool eigentlich. Es ist eine kurze und knackige Challenge oder ja, eine Challenge ist es eigentlich gar nicht so richtig. Es ist eigentlich mehr ein Tag, würde ich sagen. Also, dass man einfach zu den jeweiligen Themen seine Antworten präsentiert. Und ich fand das eigentlich ganz cool, weil es einfach auch so kompakt zusammengefasst so ein bisschen die Lesegewohnheiten oder den Lesegeschmack auch beschreibt. Ich meine, wer mir von euch schon länger folgt, für den werden die Antworten jetzt nicht unbedingt Neuheiten sein. Das werdet ihr im Groben wahrscheinlich wissen. Aber vor allem für diejenigen, die vielleicht gerade neu über meinen Kanal gestolpert sind, eigentlich ganz gut als Einleitung. Und vor allem für euch, falls ihr Lust habt mitzumachen, könnt ihr das gerne in den Kommentaren einfach auch beantworten. Oder falls ihr selber auf YouTube seid, könnt ihr natürlich auch gerne selber ein Video dazu drehen und vielleicht mir gerne auch Bescheid sagen, dann schaue ich mal vorbei. Eure Antworten jeweils zu den einzelnen Kategorien. Und die erste Kategorie fängt natürlich mit der 5 an, es zählt ja rückwärts, 5, 4, 3, 2, 1. 5 Bücher, die ich in letzter Zeit geliebt habe. Also da habe ich mir jetzt die letzten 5 Highlights sozusagen rausgepickt, beziehungsweise auch Bücher, die jetzt vielleicht nicht komplettes Highlight geworden sind. Also ein ganz kleines bisschen hat da gefehlt zu den 5 Sternen, aber die mich einfach so vom Gesamtkonzept, vom Schreibstil oder was auch immer sehr begeistern konnten. Ich fange jetzt einfach mal an mit einem Buch, was ich vorab lesen durfte, weil ich an einer Blogtour teilgenommen habe. Das Buch erscheint aber am 31.8. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, wann dieses Video hier online geht. Es könnte durchaus sein, dass der 31.8. dann schon vorbei ist. Also darf ich dann ja auch was zu dem Buch erzählen. Und zwar ist es This is Our Time von Katinka Engel. Das ist ein Buch, in dem es um eine Netflix-Serie geht. Wir sind quasi live dabei bei den Dreharbeiten, wie diese Serie entsteht und begleiten dabei jeweils 2 Hauptprotagonisten. Also das Buch wird aus wechselnden Sichten auch erzählt. Einmal haben wir Fern und auf der anderen Seite haben wir Rio. Besonders an dem Buch ist, dass Rio, der männliche Hauptprotagonist, quasi schon ein großer Hollywood-Star ist. Also der ist bereits bekannt aus verschiedenen Serien oder Filmen, die er mitgespielt hat und ist quasi einfach wirklicher Star. Und Fern ist eigentlich eine Praktikantin. Die wollte eigentlich, hat so ihre Zukunftsvorstellungen, was sie machen möchte mit ihrem Leben, was sie später arbeiten möchte, was sie studieren möchte. Und dafür hat sie eben diesen Praktikumsplatz quasi am Set angenommen. Und ja, mehr oder weniger musste eher so Hilfsarbeiten verrichten, also hier mal Kaffee holen und man kennt das vielleicht. Auf jeden Fall ist sie eher zufällig dann in diese Rolle gerutscht, dass sie die weibliche Hauptprotagonistin spielen soll. Das wollte sie nie, darauf hat sie sich nie beworben, das war nie ihr Ziel, nie ihr Plan und jetzt ist sie da reingerutscht und jetzt muss sie versuchen, mit dieser Situation klarzukommen und viel schlimmer als diese ganze Tatsache ist, dass ringsherum erstens diese ganze falsche Hollywood-Welt noch auf sie niederprasselt und Rio, der Hauptprotagonist, auch mit der Besetzung überhaupt nicht einverstanden ist, weil für den ist dieses Filmprojekt eigentlich eher so als ja, als Image-Reiniger anzusehen, denn es gab so einen kleinen Skandal um ihn und er versucht, sein Image jetzt etwas aufzuwerten und deswegen muss diese Serie für ihn ein Erfolg werden, deswegen muss das einfach alles klappen. Deswegen war ihm eigentlich auch sehr wichtig, dass da jetzt nicht irgendein Anfänger quasi neben ihm spielt. Jedenfalls sind die beiden gezwungen, in diese Situation miteinander klarzukommen. Und wie es dann eben so ist, sie spielen natürlich vor der Kamera ein Liebespaar. Dabei kommt man sich auch ungewollt näher, muss sich näher kommen. Und es fällt vielleicht nicht allen so einfach, diese Gefühle, die sie vor der Kamera spielen und zeigen sollen, auch mit Drehschluss komplett wieder zu vergessen. Das ist so die Chemie der beiden. Und das noch verpackt in einen sehr, sehr schönen Schreibstil von Katinka Engel und auch noch verpackt mit sehr, sehr viel Humor. Insbesondere Fern hat einfach einen super, super lustigen, trockenen Humor, habe ich sehr geliebt. Die Charaktere mochte ich beide sehr gerne. Katinka Engel hat es ein bisschen geschafft, dass ich Rio sehr skeptisch gegenüberstand, anfangs ihn auch sehr unsympathisch fand und nicht mochte, ihn dann ins Herz geschlossen habe und sämtliche Emotionen mit ihm durchlebt habe, mich auch etwas in ihn hineinversetzen konnte, obwohl mein Herz trotzdem immer ein wenig mehr für Fern geschlagen hat, weil ich mich mehr mit ihr identifizieren konnte. Nichtsdestotrotz mochte ich Rio auch sehr gerne. Und hier habe ich bei sämtlichen Szenen einfach total mitgefiebert und mitgefeiert und konnte das Buch kaum aus der Hand legen. Also das hatte auch so eine richtige Sogwirkung. Deswegen, ja, ist das auf jeden Fall ein Buch, was ich in letzter Zeit sehr geliebt habe. Aber Achtung, das ist übrigens auch ein Zweiteiler, also eine Dilogie. Das heißt, wir haben ja ein sehr fieses und sehr offenes Ende. Der zweite Band erscheint zwar auch noch dieses Jahr, aber trotzdem sehr, sehr fies. Dann darf natürlich auch TJ Klune nicht fehlen. Dieses Buch habe ich erst vor kurzem von ihm gelesen. Das ist ja auch bereits auf Deutsch erschienen. Ich glaube, es heißt Die unerhörte Reise der Familie Lawson oder so auf Deutsch. Auf Englisch heißt es jedenfalls In the Lives of Puppets. Und es war einfach wieder eine sehr herzerwärmende und sehr, sehr süße Geschichte, die
auch ein paar Fantasy-Elemente hatte. Das hatten seine Geschichten bisher, die ich gelesen habe, zumindest zwar immer. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das die riesige Fantasy-Welt ist, die da aufgebaut ist. Es ist einfach so, man hat eine Welt, die beschrieben wird und da gibt es auch das ein oder andere Detail. Aber es wird sich auch nicht so sehr darauf versteift, sondern es geht eben eher um die zwischenmenschlichen Beziehungen, um die Charaktere als solche, um die Entwicklung der Charaktere. Und was ich bei den Büchern von T.J. Klune so sehr liebe, ist, dass auch irgendwo immer ein Stückchen Wahrheit mit übermittelt wird und gewisse Werte dieses Buch übermittelt, was einen einfach nochmal so daran erinnert, dass man vielleicht auch noch lernen kann. Also selbst auch im Erwachsenenalter ist man ja nie aus dem Alter raus, in dem man noch lernen sollte oder auch gewisse Dinge lernen kann, ob das jetzt gesellschaftliche Dinge sind, im Umgang miteinander oder sonstiges. Das finde ich bei ihm halt jedes Mal so schön, dass es immer gewisse Situationen oder ja auch Sätze in seinen Büchern gibt, wo ich jedes Mal denke, ja, das ist eigentlich echt wichtig auch. Wir begleiten hier jedenfalls Victor. Victor ist ein Mensch und lebt unter Robotern, Androiden, wie auch immer man das nennen möchte. Also er ist eigentlich auch der einzige Mensch der Welt, den es noch so gibt. Man erfährt zu Anfang nicht wirklich, was das für eine Besonderheit ist, beziehungsweise wie das mit der Menschheit passiert ist, warum es jetzt auf einmal so viele Roboter und alles gibt, warum die alles übernommen haben, das erfährt man erst im Laufe des Buches etwas näher. Aber anfangs werden wir eben mit dieser Situation konfrontiert, dass wir hier Victor haben und auf der anderen Seite haben wir seinen Ziehvater, könnte man quasi sagen. Ich glaube, der hieß Giovanni. Also ich glaube, Gio war der Spitzname. Mehr habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, hier steht auch immer bloß Gio. Und der hat ihn, doch Giovanni steht hier, war richtig. Und der hat ihn quasi bei sich zu Hause aufgenommen. Und über Giovanni erfahren wir auch anfangs nicht so viel, aber auch der hat eine besondere Vergangenheit. Und wie die mit Victor zusammenhängt, erfahren wir auch natürlich im Laufe des Buches. Ich will euch jetzt einfach nicht zu viel verraten an der Stelle. Und die führen ein relativ abgeschiedenes Leben. Die haben eben so eine kleine Siedlung, die der Giovanni selber gebaut hat, die der Giovanni selber errichtet hat. Und das auch in der Nähe von so einem Schrottplatz. Und da geht Victor ganz gerne mal hin. Der bastelt auch sehr viel an Maschinen rum. Das ist so, ja, auch ein klein wenig Zeitvertreib wahrscheinlich, weil man einfach sonst nicht so viel zu tun hat auf dieser Welt noch. Und da hat er unter anderem auch schon kaputte Roboter gefunden, die er dann einfach wieder zum Laufen gebracht hat. Unter anderem sieht man hier auch, ich weiß nicht mehr, wie die auf Deutsch hieß. Ich habe das Buch ja mit Lukas zusammengelesen und er hatte mir dann immer mal gesagt, wie die auf Deutsch hießen, aber ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen. Auf jeden Fall hieß sie im Englischen, hieß sie Nurse Ratchet. Und dann haben wir hier diesen kleinen Saugroboter, der war auch so geil. Und dieses Buch hat einfach auch so viel Humor gehabt. Ich habe so oft gelacht beim Lesen, wirklich. Also ich habe es sehr, sehr, sehr geliebt. Das hat auch so ein klein wenig derben Humor teilweise gehabt. Also manchmal sind das auch so anzügliche Witzchen gewesen, weil diese Nurse Ratchet, das ist halt auch so stumpf, weil sie ist halt ein Roboter, ne? Sie hat jetzt nicht so das Einfühlungsvermögen, auch gewisse Dinge vielleicht etwas ja sanfter rüberzubringen, sondern die ist dann immer so bumm mit der Keule drauf und das ist Victor manchmal so unangenehm gewesen und es ist aber einfach so witzig auch gewesen. Also es war einfach ein Zusammenspiel aus den Charakteren. Jedenfalls ist es so, dass sie eines Tages wieder auf dieser Müllhalde sind und sie finden dort auch wieder einen Roboter oder Cyborg, wie auch immer man das nennen möchte, der scheinbar aber auch noch zu funktionieren scheint, zumindest so halbwegs, und den nehmen sie dann mit und den stellen sie dann wieder her und stellt sich heraus, dass das eigentlich mal so ein Roboter war, der Menschen gejagt hat. Jetzt haben sie ihn aber eben wieder, ja, zum Laufen gebracht und jetzt ist es nicht mehr ganz so, wie es vorher gewesen ist. Und dann kommen aber andere böse Roboter und die nehmen Giovanni mit und dann ist es natürlich Victors große Aufgabe, was er sich zum Ziel gesetzt hat, Giovanni zu finden. Und das ist quasi der Lauf der Dinge, dass die dann zusammen losziehen und dabei passieren allerhand Dinge und wie gesagt, sehr, sehr viel Witz und sehr, sehr viel Humor ist da auch noch mit dabei und ich liebe einfach alles, was ich von ihm lese bisher. Ich habe kein einziges Buch mit weniger als 5 Sternen bewertet. Gut, ich habe jetzt auch erst 3 von ihm gelesen, das darf man jetzt auch nicht vergessen, aber ich finde, er hat einfach so eine besondere Art, Geschichten zu erzählen. Wie gesagt, es ist jedes Mal auch sehr unterhaltsam und humorvoll und es ist jedes Mal auch so, dass irgendeine Weisheit mitschwingt auf den Seiten, was ich wirklich immer aufsauge. Dann hatte ich euch auch schon von Antonia Wässerling vorgeschwärmt. Band 1 und Band 2 ihrer Reihe, die bisher erschienen sind, mochte ich beide sehr, sehr gerne. Mein persönlicher Favorit war aber tatsächlich der 2. Band, Wo du uns findest. Und was ich hier so besonders fand, ist, dass es um ein Pärchen geht, was eben schon zusammen ist. Oft hat man es ja in Romance-Büchern, zumindest in denen, die ich bisher gelesen habe, dass wir eben diese typische Situation haben, dass sich zwei Protagonisten kennenlernen, ineinander verlieben, dann gibt es vielleicht irgendwelche Probleme, was die Beziehung so ein klein wenig einschränkt oder ja, wo sie einfach mit kämpfen müssen und am Ende
bleiben sie meistens zusammen oder kommen dann erst richtig fest zusammen. Und hier ist das eben nicht so. Hier ist es eben so, dass wir ein Pärchen haben, was gerade durch eine schwierige Phase geht und wo sich beide irgendwie ja eigenen Problemen widmen müssen und was das auch mit der Beziehung macht und dass man sich eben auch in einer Beziehung auseinanderleben kann und wie man damit weiter umgehen möchte, ob man sich trotzdem dem Partner wieder zuwenden will, mehr Aufmerksamkeit schenken möchte, miteinander wieder Dinge unternimmt oder ob man wirklich gemerkt hat, irgendwie haben wir uns zu weit voneinander entfernt. Und das wird hier halt hauptsächlich in diesem Buch behandelt, verpackt noch in einen sehr, sehr schönen Schreibstil. Auch hier haben sehr, sehr viele Zitate mir gefallen, sehr, sehr viele Sätze, die mir im Kopf geblieben sind, ja, oder die mir halt einfach aufgefallen sind. Und ich glaube, für mich selber persönlich ist das auch ein interessantes Buch gewesen, weil ich einfach ja auch in einer langjährigen Beziehung bin und da ist nun mal nicht alles immer nur schön und Friede, Freude, Eierkuchen. Auch da hat man mal schwierige Phasen und deswegen fand ich das irgendwie interessant, wie das hier beschrieben wurde und dass hier eigentlich auch gewisse Stimmungen und ja manchmal die Gedanken auch so eins zu eins auf den Punkt getroffen wurden. Und da habe ich mich dann manchmal mehr wiedererkannt als bei diesen frisch verliebten Liebesromanen, wo es eben wie gesagt darum geht, dass man sich erst neu kennenlernt, sich beschnuppert, sich vielleicht ineinander verliebt. Und ja, ich habe mich hier einfach viel, viel auch verstanden gefühlt, auch Beziehungen, die ich vorher hatte, die längere Jahre gingen. Da war das manchmal auch nicht einfach. Deswegen fand ich dieses Buch wirklich, wirklich, wirklich toll. Es hat mich sehr berührt und ich freue mich unfassbar doll auf den dritten Band dieser Reihe, der im Oktober erscheinen wird. Natürlich darf auch Fourth Wing nicht fehlen von Rebecca Yarros. Ich glaube, von diesem Buch habe ich euch auch schon viel vorgeschwärmt, spätestens in meinem Lesemonat. Vom Juli war das, glaube ich, gewesen, da hatte ich es beendet. Ich habe es sehr geliebt. Den Fantasy-Anteil habe ich geliebt, die Protagonistin habe ich extrem geliebt, die Drachen habe ich extrem geliebt und ich fand es einfach unfassbar spannend. Das Ende habe ich so nicht kommen sehen. Ich hatte meine Vermutung, ich lag aber komplett daneben, habe mich dann so auf eine Sache fixiert, wo ich dachte, ja, das passiert bestimmt. Und dann ist quasi was Ähnliches passiert, aber mit jemand anderem. Und dann dachte ich so, das habe ich nicht kommen sehen, weil ich mich so gedanklich komplett auf diese Sache fixiert hatte. Hat sie mich ja trotzdem überraschen können. Ich kann aber auch verstehen, wenn manche von euch sagen, das war vorhersehbar. Also das fand ich jetzt auch nicht weit dahergeholt. Das war jetzt nicht abwegig. Deswegen kann ich das schon verstehen, wenn vielleicht manche sagen, naja, das Ende fand ich jetzt nicht so spannend. Aber es war auf jeden Fall auch sehr emotional, wie ich fand. Jedenfalls geht es hier um Violet. Violet soll eigentlich oder möchte eigentlich Schriftgelehrte werden. Sie möchte ihrem Vater quasi nacheifern. Aber sie hat eine Generalin zur Mutter und die verlangt von ihr, dass sie am Beskayat War College da als Anwärterin eben auftaucht und ja dort Drachenreiterin werden soll, was sie eigentlich ursprünglich nicht geplant hatte für sich selber, aber sie kann sich über ihre Mutter als Generalin nicht hinwegsetzen, deswegen wird sie dorthin gehen und eigentlich ist das schon fast ein Todesurteil, weil wer dort an diesem College anfangen möchte, wird eigentlich täglich mit sämtlichen Gefahren konfrontiert, mal ganz abgesehen von dem Drachenthema, denn Drachen sind hier auch keine Schmusekatzen, sondern ganz im Gegenteil, die können dich auch so mir nichts, dir nichts, vor allem wenn du noch nicht an den Drachen gebunden bist, können die dich einfach so ausradieren und niemand würde was dazu sagen. Es ist halt einfach, du bist dann unwürdig und dann ja, warst du halt mal die längste Zeit deines Lebens am Leben. Und diese Drachen wird man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt im Buch treffen. Bis dahin gibt es noch so viele Hürden. Dich können andere Mitanwärter können dich umbringen. Du kannst bei irgendwelchen Übungen sterben, weil du irgendwo von der Klippe abrutschst oder sonst irgendwas. Also es kann so viel passieren und das muss Violet alles bis dahin erstmal schaffen. Zudem hat sie eben die Einschränkung, dass sie eine körperliche Schwäche in dem Sinne hat, als dass sie eine Erkrankung hat. Und das ist für sie jetzt nicht unbedingt immer einfach. Also sie muss da schon ihre Wege finden, wie sie damit klarkommt, wie sie dann vielleicht trotzdem auch gegen andere Anwärter bestehen kann im Kampf oder wie auch immer. Also das ist schon einiges, womit sie hier zu kämpfen hat. Sie ist nicht die typische Protagonistin, die so, ja, die eine Auserwählte ist, ihr wisst, was ich meine, man rutscht so in dieses System rein und auf einmal kann man alles und ist die Beste überall und kriegt das alles locker hin, sondern Violet kämpft auch wirklich mit den Anforderungen an diesem College und macht alles dafür, dass sie irgendwie überlebt und weiterkommt. Und das fand ich hier auch sehr, sehr bewundernswert. Deswegen mochte ich Violet auch extrem gerne. Im Übrigen hat die Protagonistin des Buches quasi die gleiche Krankheit wie die Autorin selbst. Deswegen ja, ist das auch nochmal von der anderen Seite her interessant, weil die Autorin natürlich ihre eigenen Erfahrungen damit einfließen lassen konnte. Für diejenigen, die es interessiert, das war das Ehlers-Danlos-Syndrom, wenn ich mich nicht irre. Nur so mal kleiner Side-Fact. Also ich habe es extrem geliebt. Ich freue mich sehr auf den zweiten Band und kann es nur empfehlen, auch wenn es eins der größten gehypten Bücher dieses Jahr ist. Für mich war es den Hype wert. Und das fünfte Buch war von Gabriela Santos de Lima. Jetzt sind wir eins, habe ich sehr geliebt. Und das große Ding bei Gabriela Santos de Lima, was ich hier so extrem bewundernswert jedes Mal finde, ist der wunderschöne Schreibstil
und wie sie es einfach schafft, gesellschaftlich wichtige Themen, feministische Themen, kritische Themen hier mit einzubauen, sodass es in der Geschichte einfach komplett Sinn ergibt, dass es reinpasst, dass es nicht erzwungen wirkt, aber dass es trotzdem einfach, wie gesagt, sehr wichtige Themen sind, die nicht irgendwo in Vergessenheit geraten, sondern die einfach angesprochen werden, die weiter ja ausgeführt werden oder auch angesprochen werden, einfach damit gewisse Leser vielleicht nicht das Gefühl haben, ich bin alleine mit meinem Problem, sondern es gibt auch andere Menschen, die sowas durchleben und einfach auch die Aufmerksamkeit darauf mehr zu lenken und den Fokus da zu setzen und für diejenigen, die es eben nicht betrifft, vielleicht auch ein wenig ja, die Leute sensibler zu machen, dass man eben auch solche Dinge im Hinterkopf haben sollte, wenn man vielleicht merkt, okay, irgendjemand verhält sich anders, als ich es vielleicht selber machen würde, dann nicht immer gleich irgendwelche Vorurteile haben, sondern ja, ich will nicht zu viel verraten von dem Inhalt, deswegen einfach gewisse Themen sensibler behandeln und sensibler angehen. Und wie gesagt, ich liebe den Schreibstil. Den ersten Band fand ich persönlich noch ein kleines Tickchen besser. Der hat 5 Sterne von mir bekommen. Der hat jetzt nur 4,5 bekommen. Ich habe ihn trotzdem extrem geliebt, extrem genossen. Kann euch auf jeden Fall nur raten, Gabriela Santos de Lima mal eine Chance zu geben, wenn ihr solche schönen Schreibstile mögt. Also wenn euch vielleicht sowas auch wichtig ist oder ihr sowas generell mögt. Wenn ihr das nicht mögt, wenn viel so blumig beschrieben wird oder so ja, poetische Sätze sind, dann ist das vielleicht nicht unbedingt euer Buch, aber ansonsten große, große Empfehlung. Die nächste Kategorie ist dann 4 AutorInnen, bei denen ich sofort neugierig werde. Da fällt es mir schon fast sehr schwer, mich auf 4 nur zu beschränken, aber ich habe mir trotzdem 4 rausgesucht. Als allererstes definitiv Maren Vivien Hase. Seit Dance Into My World, seit New York sozusagen, seit der New York-Clique, ja, bin ich da einfach komplett gehypt, jedes Mal, wenn irgendein neues Projekt angeteasert wird, jedes Mal, wenn es neue Infos gibt. Und bisher hat sie mit ihren Büchern einfach bei mir komplett ins Schwarze getroffen. Also sowohl die Reihe mochte ich extrem gerne, als auch ihre Golden Oaks Dilogie, als auch das neue Projekt, was ich ja schon testlesen durfte, zumindest den ersten und zweiten Band bisher, also die Belladere Academy of Athletes, mochte ich extrem gerne. Und jedes Mal erfindet sie sich einfach neu. Es sind komplett unterschiedliche Bücher. Natürlich sind die alle in diesem New Adult Romance Bereich mit drin. Also das ist jetzt nichts Neues. Sie hat bisher jetzt kein Fantasy geschrieben oder irgendwas. Aber es sind jedes Mal grundverschiedene Geschichten. Das ist zum Beispiel die Trilogie, da geht es ja um eine Clique, die in New York ist. Und wir haben hier dieses Tanzthema, also dass man einfach an so einer Tanzschule auch unterwegs ist. Dann haben wir den kompletten Kontrast, indem wir in Golden Oaks eine Dilogie haben, die in einer Kleinstadt spielt, die sich auch sehr mit den Problemen der Protagonisten beschäftigt, die auch eher so, ja, fast schon psychischer Natur teilweise gewesen sind und da eben nochmal den Fokus drauf legt und die auch mit heftigen Plottwists um die Ecke kommt, muss ich nochmal dazu sagen. Also ich war beide Male komplett überrascht, was da dahinter gesteckt hat. Ich habe es nicht kommen sehen. Und dann haben wir die Belladere Academy, da geht es eben um so eine Sportler-Elite-Academy, wo wir auch verschiedene Protagonisten natürlich haben. Das werden ja am Ende auch wieder 3 Bände und da ist einfach mal das Setting komplett anders. Also es ist in Südfrankreich und die Elite-Akademie ist auch ein ganz anderes Setting. Das Sportler-Thema ist ein ganz anderes Setting. Da wird auch sehr, sehr, also da werden auch unterschiedliche Sportarten betrieben. Im ersten Band haben wir zum Beispiel die Protagonistin, die ist Fechterin und der männliche Protagonist ist Schwimmer. Im zweiten Band geht es eher so um Tennis. Also auch da haben wir verschiedene Kategorien und das fand ich auch unfassbar interessant, auch so diesen Ablauf der Academy im ersten Band sehr beschrieben zu bekommen, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Und weil einfach hier jedes Buch so unterschiedlich ist, will ich definitiv noch mehr von ihr lesen. Ich bin sehr gespannt, was in Zukunft noch für Projekte kommen werden und das ist auf jeden Fall, werde ich das weiterverfolgen. Auf jeden Fall werde ich da mir alles hier ins Haus holen an Büchern, was Maren schreibt. Dann muss ich natürlich auch wie I. Schwab an der Stelle zeigen. Ich liebe ihre Bücher einfach. Ich habe ja Adila Rue extremst geliebt und deswegen bin ich hier natürlich für alle Projekte, die in Zukunft noch kommen werden, sehr offen. Ich habe schon verschiedene Bücher von ihr gelesen. Nicht alles waren Highlights. Ich fand zum Beispiel die Reihe rund um 4 Farben der Magie. Die fand ich gut, fand ich aber auch zwischendurch etwas langatmig. Deswegen war das jetzt kein Highlight, aber ich fand es trotzdem vom Weltenaufbau und so von dieser Welteigenheit fand ich es einfach interessant. Deswegen möchte ich auch da trotzdem weitere Projekte, was sie da in Zukunft noch alles so generell rausbringt, weiter mitverfolgen und ich hoffe immer noch auf Bücher, die vielleicht in der Welt von Adi Larue spielen, dass es für Adi kein weiteres Buch mehr geben wird, hat sie oft genug gesagt, also das ist und bleibt ein Einzelband, aber
da es hier ja auch um so den Glauben an Gottheiten geht, also in der Welt und in der Zeit, in der Adi aufwächst als Kind, da hat man einfach noch an solche Gottheiten geglaubt. Und letztendlich ist das ja auch Teil ihres Problems, dass sie ja auf den falschen Gott gehört hat oder die falsche Kreatur, der falschen Kreatur vertraut hat. Und da würde mich sehr interessieren, wen es vielleicht noch so gibt und dass man da vielleicht in diese Richtung noch andere Bücher draus machen kann. Vielleicht andere Menschen, die auch solche Deals abschließen, die irgendwelche Haken mit sich führen. Also das finde ich auch sehr interessant. Wäre ich auf jeden Fall komplett dabei, das zu lesen. Aber Adi LaRue wird für immer eins meiner absoluten Herzensbücher bleiben. Und deswegen werde ich auch sämtliche Projekte von dieser Autorin weiter verfolgen. Ich denke, ihr könnt euch denken, dass auf jeden Fall Sarah J. Maas natürlich noch vorkommt an dieser Stelle. Von Sarah J. Maas interessiert mich auch grundsätzlich alles, was sie schreibt. Momentan ist es bei ihr so, dass sie erstmal Crescent City noch weiterschreibt. Es ist auch noch oder sind auch noch weitere Projekte geplant im Reich der Sieben Höfe in dieser Welt. Und ich glaube, sie hatte auch mal in einem Interview so leicht durchschimmern lassen, dass es vielleicht auch gar nicht so unrealistisch ist, dass es vielleicht irgendwann nochmal was zu Throne of Glass geben wird. Also keine Fortsetzung in dem Sinne, aber vielleicht ein Spin-off, der zu irgendeinem Charakter noch passen könnte oder sowas. Also wir sind mit Sarah J. Maas und ihren, ich sage jetzt mal, drei Hauptreihen, die sie bisher geschrieben hat, noch nicht fertig. Und da bin ich absolut fein mit. Sollte sie diese aber jemals dann abgeschlossen haben, dass sie wirklich sagt, ich bin komplett durch mit allem, alle Türen sind zu, was das angeht, bin ich auch für alle Projekte offen, die sie noch anfangen wird, weil ich einfach generell ihre Art mag, Geschichten zu schreiben, Charaktere zu schreiben, Plot-Twists zu schreiben und ich habe mich in alle drei Reihen so verliebt, deswegen ist Sarah J. Maas auch absolute Autorin für mich quasi. Und Nummer 4 ist der einzige männliche Autor, merke ich gerade, aber es ist so, T.J. Klune. Habe ich ja gerade schon erwähnt, dass das eins meiner liebsten Bücher auch dieses Jahr war. Das hat, ich weiß gar nicht, wann ich das gelesen habe, im Mai oder im Juni? Ist auf jeden Fall schon wieder ein bisschen her. Jedenfalls macht er mich mit seinen Büchern einfach immer neugierig. Die Geschichten sind einfach anders und besonders und deswegen werde ich da auch in Zukunft alles kaufen. Ich mag seinen Schreibstil, ich mag seinen Humor, ich mag diese Weisheiten, die immer mit durchschimmern und da war bisher auch keine Geschichte so wie die andere. Also ich habe zwar wie gesagt, erst drei gelesen, aber es waren auch komplett unterschiedliche Geschichten. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dieser Autor alles noch rausbringen wird. Jetzt erscheint ja demnächst auch noch ein Buch von ihm auf Deutsch, was es aber schon länger auf Englisch gibt. Also das ist schon vor ein paar Jahren von ihm geschrieben worden, wird derzeit nur aktuell übersetzt, weil er ja sehr bekannt in Deutschland geworden ist. Deswegen bin ich ja auch sehr gespannt drauf und was einfach auch noch in Zukunft an Projekten von ihm kommen wird. Drei Tropes, die ich liebe. Da würde mich jetzt mal sehr interessieren, was eure Vermutungen sind. Welche Tropes sind es, die ich liebe? Pausiert mal das Video an der Stelle und schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Ich bin mir sehr sicher, dass die meisten von euch auf jeden Fall ein Trope wissen, was ich extrem liebe, weil ich das ganz, ganz oft schon erwähnt habe. Jetzt spanne ich euch auf jeden Fall nicht lange auf die Folter. Ich glaube, das Trope schlechthin, was ich absolut liebe, ist Enemies to Lovers. Ich liebe es einfach, wenn die so am Anfang des Buches sich überhaupt nicht leiden können. Es ist auch manchmal okay, je nachdem, was für eine Situation es ist, wenn es jetzt nicht so krasses Enemies to Lovers ist, sondern eher so Abneigung, würde ich es jetzt einfach sagen. Also so richtig, richtig, richtig Enemies ist ja, wenn die sich abgrundtief hassen und sich wirklich am liebsten umbringen wollen würden. Das ist es ja in vielen Büchern nicht. Also gerade bei New Adult Romance haben wir ja eher so dieses, ich mag denjenigen nicht, dann verlieben wir uns aber. Aber das ist jetzt nicht unbedingt jedes Mal ein richtiges Enemies to Lovers, ist aber auch irrelevant. Ich mag das einfach, diese Ausgangssituation, wenn zwei sich absolut nicht leiden können und im Laufe der Handlung sind sie aber gezwungen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht mehr Zeit miteinander zu verbringen oder wie auch immer. Und dann merkt man so langsam, wie das so umschlägt, wie man sich das eigentlich nicht eingestehen möchte, aber wie dann doch irgendwie das Kribbeln kommt oder das Herz schlägt schneller und ich liebe das einfach. Deswegen, Enemies to Lovers Geschichten sind bei mir immer heiß begehrt und ich feiere das einfach komplett. Das zweite Trope, was ich sehr, sehr gerne mag, was auch gerne auch in diesem Zusammenhang kommt, ist Forced Proximity. Also das sind quasi Tropes, wo Protagonisten gezwungen sind, Zeit miteinander zu verbringen. Kann auch durch äußere Umstände sein. Also das ist zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel bei Ellie Hazelwood mal eine in den Kurzgeschichten, da sind zwei im Fahrstuhl stecken geblieben. Da kannst du ja aus dieser Situation nicht raus, so gerne du auch möchtest. Du bist ja gezwungen,
in dieser Situation zu bleiben und Zeit mit dem anderen zu verbringen. Kann aber auch genauso ausgelöst werden durch zum Beispiel eine arrangierte Ehe, wie ich es jetzt auch bei Brittany C. Sherry letztens hatte, gegen den bittersten Sturm. Da mussten die ja heiraten, weil das einfach so vorgegeben war, um an das Erbe ranzukommen. Und auch da mussten sie vertraglich festgelegt gewisse Zeit miteinander verbringen, also wirklich sich im gleichen Haus aufhalten. Und das ist ja auch quasi erzwungen. Aber ich finde das so cool, weil auch da merkt man, wie anfangs so die Abneigung da ist. Und aber im Laufe der Handlung, weil man ja eben genötigt wird, den anderen auszuhalten und ja, dann vielleicht auch mal das ein oder andere Wort miteinander wechselt, wie man sich einfach immer mehr in den anderen verliebt und auch die guten Seiten feststellt. Das mochte ich auch sehr, sehr gerne. Und das dritte Trope, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist Fake-Dating. Fake-Dating finde ich auch ziemlich cool, weil das auch wieder in das Bild passt mit, ach, wir tun mal so und eigentlich mögen wir uns ja gar nicht so doll, aber so langsam und sicher und heimlich kommt dieses Verliebtheitsgefühl und man will sich das aber eigentlich nicht eingestehen, weil man tut ja nur so und dann redet man sich ja gerne ein, dass der andere nur so tut und dass man sich darauf nichts einbilden sollte, aber wir als Leser merken einfach schon, dass die Chemie da ist und dass es stimmt und dass beide Seiten das irgendwo so wollen. Also ich finde das so cool. Ich liebe Fake-Dating auch sehr, 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 sehr. Deswegen, das sind so die drei Tropes, die ich extrem gerne habe. Ich würde mich sehr, sehr, sehr interessieren dafür, was sind denn eure drei Lieblingstropes? Denn es gibt ja noch etliche mehr. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Zwei Orte, an denen ich besonders gerne lese. Ich glaube, das erste ist auch das, was ich am häufigsten mache. Also in 99% der Fälle lese ich auf meinem Sofa im Wohnzimmer hier bei mir zu Hause. Ich mag das einfach am meisten, weil ich mich da auch schon so gemütlich eingerichtet habe. Dann habe ich hier ein Kissen, da ein Kissen, dann habe ich meine ganzen Lesezeichen und Klebezettelchen, die ich mir dann so schön, fein, säuberlich da alles hinlege und vorsortiere und kann mir da meine Snacks hinstellen auf so einen kleinen Tisch nebenbei oder mein Getränk und habe dann auch so mein Sitzsack sozusagen, wo ich dann das Buch reinstellen kann und schön die Beine ausstrecken. Also ich glaube, es gibt für mich keinen bequemeren Ort zum Lesen als das Sofa hier. Und der zweite Ort wäre, wenn dann das Bett. Da lese ich aber nicht ganz so gerne, weil das nicht ganz so bequem für mich ist. Und muss auch dazu sagen, im Bett neige ich auch eher dazu, müde zu werden. Also ich habe das früher, wo ich noch alleine gewohnt habe, da hatte ich so ein Bett mit so einem großen Kopfteil und da habe ich mir dann meist auch ein Kissen rangelehnt und habe dann da auch öfter gelesen. Aber ich neige dazu, im Bett schneller müde zu werden. Das ist einfach dieser Ort, ist einfach für mein Gehirn wahrscheinlich damit verknüpft, schlafen. Du musst müde werden, du musst schlafen und deswegen ja, klappt das leider beim Lesen meist auch nicht so gut. Wäre aber zumindest die andere Alternative, wenn es eben auf dem Sofa aus irgendwelchen Gründen auch nicht klappt oder wenn ich einfach abends im Bett noch ein bisschen lesen will, wenn ich mich dann gleich umdrehen kann und einschlafen kann, habe ich ab und zu auch schon gemacht. Das wäre, wie gesagt, auf jeden Fall die zweite Option, aber nichts geht über die erste Option und andere Optionen gibt es für mich tatsächlich nicht. Ich bin niemand, der jetzt irgendwie rausgeht und sich mit einer Decke irgendwo auf die Wiese legt und da liest. Da bin ich einfach nicht so der Mensch für. Ich bin tatsächlich ein kleiner Stubenhocker und ein kleiner ich lese nur auf dem Sofa Mensch. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr noch Orte, wo ihr ansonsten gut lesen könnt? Und die letzte Aufgabe oder die letzte Frage des Tags ist ein Buch, das ich kaum erwarten kann zu lesen. Und da habe ich mich jetzt für zwei entschieden, weil ich mich einfach nicht darauf festlegen wollte. Ich blende euch beide Bücher dann mal ein. Wir fangen mal an mit dem Buch, was als nächstes erscheint tatsächlich. Das hatte ich ja vorhin schon kurz angeteasert. Es ist von Antonia Wesseling, der dritte Band ihrer Reihe. Ich glaube, der heißt Was wir uns versprechen. Der sollte eigentlich im September erscheinen. Das wurde der Erscheinungstermin aber leider verschoben auf den 19.10. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich freue mich trotzdem extrem drauf und muss jetzt leider noch etwas länger warten, aber ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf die Geschichte. Da interessiert mich der Klappentext nämlich auch schon wieder extrem doll. Ich glaube, auch da werde ich mich wieder in einigen Situationen wiederfinden können und dann habe ich meist so eine besondere Beziehung auch zu dem Buch. Außerdem mag ich Antonia als Mensch auch sehr, sehr gerne. Ich habe sie schon treffen können und ich bin auch auf einer ihrer Lesungen, die sie jetzt im Oktober hat. Ich glaube, kurz vor dem Erscheinungstermin ist sie. Ich glaube, es ist irgendwie am, ich weiß es nicht genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich im Oktober bei einer ihrer Lesungen. Freue ich mich auch schon sehr, dass ich sie dann wiedersehen kann. Und ja, auf die Vorstellung des Buches. Bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den Inhalt. Und das andere Buch, worauf ich mich natürlich extremst freue, ist die Fortsetzung von Fourth Wing, also Iron Flame. Das erscheint im Dezember. Ich denke mal, es erscheint ein paar Tage vorher auf Englisch. Da werde ich es wahrscheinlich auf Englisch schon anfangen, weil ich einfach nicht länger warten will. Ich will einfach jeden Tag, den ich es verkürzen kann, die Wartezeit nutzen.
Heißt, solange nicht wieder irgendwas dazwischen kommt und ich im November dann doch noch nicht anfangen kann. Aber zumindest ist es geplant, dass ich es vielleicht schon auf Englisch lesen möchte, bevor es auf Deutsch rauskommt. Aber da freue ich mich auch extrem, vor allem nach dem Ende bin ich mega hyped drauf. Ja, dann waren das jetzt meine Antworten für die 54321 Challenge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und dann sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!